Hallo Leute, ich bin Lo und anlässlich des International Whisky Day habe ich heute eine kleine Whisky-Weltreise für euch. Heute eine kleine whisky-technische Reise durch die USA, Indien, Irland und Südafrika. Klar, ein paar Länder habe ich hier ausgeklammert. Natürlich das Whiskyland Schottland. Einfach, ich bespreche sonst nur schottischen Whisky. Deutschland, weil ich habe gerade keinen deutschen Whisky da, den ich nicht schon verkostet habe. Japan, ich möchte meine beiden japanischen Whiskys jetzt noch nicht aufmachen. Island, da gibt es nur den Floki, den habe ich euch ausführlich besprochen. Ozeanien, wartet mal ab, da kommt im Laufe des Jahres bestimmt noch irgendwas. Habe ich irgendwelche Länder vergessen? Dann schreibt es mir in die Kommentare, was denkt ihr, ist whisky-technisch noch ganz wichtig an Ländern, die ich jetzt hier noch nicht mit beachtet habe. Geht's erstmal los. Wir fangen an in den USA, im Bourbonland mit einem Bourbon. Und zwar mit dem Elijah Craig Barrel Proof Straight Bourbon Whisky. Ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky von der Heaven Hill Distillery. Also was super klassisches. 63,5% Volumen Alkoholgehalt, also eine Fassstärke. Und soweit ich gehört habe, einer der liebsten Whiskys von Whisky Jason. Ja, einer der ersten wenigen Bourbons, die ich je in meinem Leben getrunken habe, bis jetzt. Ist auf jeden Fall schon mal für den Bourbon ziemlich dunkel. Und beißt ein bisschen in die Nase. Also ich habe erstmal so diese typische erste Note, die man so im Kopf hat bei Bourbon. Für mich persönlich ist immer so Holzleim. Habe ich hier jetzt ein bisschen in abgeschwächter Form. Also das, was beißt, ist höchstwahrscheinlich der Alkoholgehalt einfach. Ich und Fassstärken, yay! Aber riecht relativ angenehm für den Bourbon. Ne? Also ich habe jetzt Schlimmeres erwartet. Hat so ein bisschen was Vanilliges. Gar nicht so stark Honig, sondern eher wirklich so Vanillekipferl, Zimtschnecken, typischem Weihnachtsgebäck. Tja, auf dem Holzbrettel. Mal gucken. Ich glaube, ich verstehe, warum Jason den so mag. Also, ich hatte jetzt so ein bisschen angsterfülltes Gesicht verzogen, aber nö. Du hast ganz nett. Hat schon so diesen klassischen Geschmack von Bourbon. Also wer das grundlegend nicht mag, na, der sollte Bourbon vielleicht auch einfach sein lassen. Hat was ja, sehr vanillig, also so gar keine Honignote für meinen Geschmack. Hat schon was Holziges. Aber für mich persönlich schmeckt er wirklich eher so ein bisschen weihnachtlich, zimtig. Vielleicht auch so Eierlikör, ein bisschen in die Richtung. Am Anfang, ja doch, am Anfang habe ich ein bisschen den Holzleim. Aber der geht dann ganz schnell weg. Und dann habe ich Vanille und Zimt und so ein bisschen Holz. Und am Anfang, wo der auch so diesen Holzleim sprittigen, da hat er auch so einen sprittigen Touch einfach. Kann sein, dass der mit ein bisschen Wasser weggeht. Müsste ich jetzt erst welches holen. Moment. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das hat jetzt keiner von euch gesehen. Wasser ist drin. Ja, das verdünnt ihn halt, macht ihn weicher, angenehmer. Dadurch kommt das Ölige, finde ich, schöner raus. Der macht sich breiter, das gefällt mir an Bourbon, der ist halt immer so gleich so überall verteilt. Ja, es nimmt so ein bisschen die Schärfe raus,
macht ihn aber hinten raus auch so ein kleines bisschen bitter. Also dann nehme ich lieber am Anfang die Schärfe in Kauf und habe dann eher dieses schöne, zimtig vanillige. Und jetzt ist der hinten raus so ein bisschen, erinnert mich so halt an bitter einfach vom Aroma her. Und das ist so leider gar nicht meins. Okay. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich nie so mein totales Ding werden. Aber nicht schlecht. Machen wir weiter in unserer Weltreise mit Redbreast Cask Strength Single Pot Still Irish Whiskey. 12 Jahre alt war der Elijah Craig Barrel Proof übrigens auch. 57,2% Malted und Unmalted Barley Triple Distilled auf Copper Pot Stills. Von der Middleton Distillery in Irland. Wer hätte das gedacht? Ist auf jeden Fall heller. Ich habe etwas Saures. Und nur etwas Saures. Jetzt wird er ein bisschen weicher. Ja, hat was. Am Anfang hatte der was total Saures, was so nach oben kam. Jetzt wird er ein bisschen weicher, ein bisschen fruchtiger, aber bisher noch so ein kleines bisschen nichtssagend. Ein bisschen Honig. Okay, der war schnell weg. Mild, ganz weich, ganz leicht auf der Zunge. Ne? Also wie der Elijah Craig, der hat sich so richtig reingedrückt in deine Zunge. Und der hier war so und war irgendwie jetzt super schnell verschwunden. Okay, wenn man ihn ein bisschen länger drin behält, kriegt man auch ein bisschen mehr Geschmack. Der ist so ganz, ganz zaghaft jetzt gewesen. War ein bisschen holzig, ein bisschen süß. Ich habe irgendwie so Birne, ein bisschen Honig, aber vor allem so Birne im Kopf, irgendwelche Obstbäume im Garten. Aber wirklich lange drin behalten im Mund. Noch länger, als ich es jetzt gemacht habe, weil also das war jetzt wirklich so weg. Schwierig, wenn er dann so ein bisschen in den Hals drückt. Ein bisschen, ja, halt sehr holzig wird im Hinten raus ist er jetzt sehr trocken, ne, einfach. Ich habe ein bisschen trockene Gusche, würde man bei uns sagen. Holzig, so ein kleines bisschen, wie gesagt, so Birne, Obstbäume, aber puh, da hat der Bourbon mehr Eindruck hinterlassen. Machen wir weiter. Ich freue mich schon ganz doll auf Indien. So, Indien, da haben wir den Paul John Brilliance Indian Single Malt Whisky 46 Volumenprozent. Also Indien habe ich bisher den Amrut Narangi probiert. Den fand ich sehr lecker, super orangig, super fruchtig, hat mir super gefallen. Super, habe ich schon super gesagt. Ich bin gespannt. Der ist sehr, auch sehr süß. Erinnert mich so ein bisschen an Crème Brûlée. Zu Karamell, Vanille. Aber auch was, oh Gott, was ist das? Ist das Ananas? Oder Pfirsich oder Mango, irgend sowas. Panna Cotta. Ich kann noch mehr süße Sachen aufzählen. Der riecht sehr süß. Man muss da die Nase tief reinhalten und einen kräftigen Zug nehmen, aber finde ich bis jetzt gut.
Leider nicht so süß, wie er jetzt gerochen hat. Das hat mich jetzt so ein kleines bisschen enttäuscht. Hat was von einem 15er Glenfiddich, finde ich. Von der Süße her. Es hat auch was Holziges drin. Geht weniger in diese ganz süße Grießbrei-Richtung, die ich jetzt im Kopf hatte. So Richtung Panna Cotta oder eben am Creme Brûlée oder so. Eher so ein bisschen Honig, ein bisschen Birne. Trotzdem auch so dieses irgendwas Milchiges, so ein kleines bisschen drin. Zu Vanille, diese Vanillemilch, die man früher immer als Kind in der Grundschule bekommen hat, hatte ich gerade im Kopf. Sowas in die Richtung. Hinterlässt auch so ein bisschen dieses, naja, er ist nicht so allglatt oder so schnell weg oder so, aber halt hinterlässt so ein bisschen dieses leicht pelzige, das klingt jetzt super eklig, aber so dieser Effekt, wenn du richtig schön fette Milch getrunken hast. Das so geschmacksfühlermäßig habe ich jetzt drin gehabt. Und jetzt haben wir noch einen Whisky, von dem ich schon weiß, dass er sehr süß ist. Der Baines von der James Sedgwick Distillery aus Südafrika. Ist sehr süß, weil einfach der Markt das dort gerne so hätte. Ne? Das ist ein Single Grain, muss man dazu sagen auch. Und die trinken gerne sehr süß da unten. Ne? Die haben angefangen mit Alkopops und jetzt fangen sie so langsam an, die ordentlichen Sachen zu trinken. Und deswegen, der ist auch sehr süß. Obwohl ich hier so ein kleines bisschen so frische Buche oder sowas oder so ein ganz süßes Holz. Was ist denn ein süßes Holz? Ich komme nicht auf den Namen, aber es gibt irgendein Holz, wenn du das, ich glaube es ist Buche oder Birke, könnte es Birke sein, wenn du die anzündest, dann hat die so einen ganz süßen Geruch. Ist es Birke? Das habe ich jetzt hier so in der Nase. Aber auch so ein bisschen Bonbon, auch so was Karamell-Milchiges in die Richtung. Aber auch ein ganz dezenter, ganz entspannter Whisky. Und mein erster Gedanke, wo ich ihn getrunken habe, war diese Zuckerglasur, die man für die Plätzchen zu Weihnachten macht. Kennt ihr das? Aus Puderzucker, diese Zuckerglasur. So hat das jetzt gerade geschmeckt für mich. Wirklich sehr süß. Ich krieg's leider nicht mehr aus dem Kopf. Wirklich Puderzucker, Zuckerglasur. Sehr entspannter, sehr leichter, sehr dezenter Whisky. Minimale Holznote am Ende. Liegt auch sehr leicht auf der Zunge. Aber wie gesagt, für mich die pure Zuckerglasur. Ja, preislich bewegen wir uns hier bei 50 Euro der Elijah Craig Bourbon. 50 bis 60 Euro der Irish Pot Still Whisky, 40 bis 50 Euro der indische Single Malt und 20 bis 30 Euro der Baines Single Grain. Am meisten herausgestochen hat für mich jetzt hier natürlich der Bourbon, der war geschmacklich einfach am dramatischsten, sage ich mal so. Die waren alle sehr süß, der mild, nicht sonderlich typisch für mich. Ich habe die wirklich einfach so, wie sie in meiner Samplebox standen, ausgewählt. Mir nicht groß Gedanken dazu gemacht. Geschmacklich hat der Bourbon am meisten herausgestochen, ist ja auch die Fassstärke gewesen. Der Irish Whiskey hat mich sehr enttäuscht, der war sehr schnell weg. Der war halt einfach super schnell weg. Ne? Der war jetzt nicht schlecht, nicht eklig, aber für mich einfach geschmacklich nicht intensiv genug. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht feinfühlig genug, ich weiß es nicht. Der Paul John Brilliance, der war von der Nase her super, super toll, geschmacklich dann nicht ganz so in die Richtung gehend. Der Baines, wie gesagt, super, super süß. Man muss jetzt natürlich auch sehen, er ist der günstigste, er ist der Single Grain in der Reihe jetzt gewesen.
wegen der Vergleichbarkeit, ne, muss man hier jetzt auch immer so ein bisschen noch ein paar Punkte draufklatschen. Mein Favorit aus der Reihe jetzt ist wirklich der Bourbon. Den fand ich am interessantesten vom Geschmack her. Dann kommt der Paul John, weil mir die Nase dort wirklich so gut gefallen hat. Ja, dann kommt der Baines, auch wenn er mir einfach brutal zu süß war. Und zum Schluss kommt der Red Breast, der einfach am flachsten war, meiner Meinung nach. Ja, das war meine kleine Whisky-Weltreise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Slanji! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji wa!